So, Blau-Rot TV zum letzten Mal in dieser Regionalliga-Saison nach dem Spiel in Lippstadt hier auf der Tribüne mit unserem Chefcoach. Da kam wieder ein bisschen Lachen. War ein relativ versöhnliches Ende. Also nach dem 3-1 hatten wir hier oben ein bisschen, ich hatte ja Pep Schlösser hier, wir hatten ein bisschen Bedenken. Hast du den richtigen Co-Kommentator dabei? Ja. Der war gut. Der war gut. Ja. Hat er Deutsch gesprochen? Ja, er hat Deutsch. Er spricht kein Deutsch. Ja. Kann er ganz gut. Hat auch deutsche Vorfahren, haben wir rausgekriegt. Aber ganz, ganz tief hindurch. Ja, wir haben es noch gedreht. Vom 3-1 in 4-3. Ja. Versöhnliche Nummer. Was sagst du? Das Spiel war ein Spiegelbild der ganzen Saison. Das muss man ganz klar sagen. Angefangen mit vielen individuellen Fehlern, die zu Gegentoren direkt geführt haben. Sagen wir nicht von der ganzen Saison, aber von dem Zeitpunkt, wo ich hier angefangen habe, also sagen wir mal von der Rückrunde. Mannschaft mit großer Moral, trotz allen Widerständen, trotz dem Kader, den wir heute dabei hatten, trotz den Umständen auch, eine Mannschaft, die hier befreit aufspielen konnte, nach dem Klassenerhalt eine Woche später, muss man schon irgendwo noch, auch wenn es vielleicht natürlich mit dem Abstieg geendet hat, trotzdem den Hut vor den Jungs ziehen, dass sie da dran geblieben sind, das umgebogen haben. Das müssen wir schon machen. Ja, sehe ich auch so. Timo Meißner hast du heute mal eine Chance gegeben, unserem dritten Torhüter, hat einen Fehler gemacht und zum Gegentor geführt, dafür hat er aber ein Weltklasse-Ding rausgeholt. Ja, definitiv, aber wir haben viele Spieler, die in dieser Saison schon Fehler gemacht haben, die zu Toren geführt haben. Insofern, der Timo hat sich das verdient, weil er wirklich das ganze Jahr ohne zu murren sich seine Rolle gefügt hat und deswegen habe ich ihm heute das Spiel gegeben. Insgesamt hast du heute mehreren A-Jugendlichen, Hauduck hieß er, glaube ich. Ja, ne? Genau. War ein bisschen nervös am Anfang, glaube ich, hat sich dann aber ins Spiel reingegroovt. Ja, absolut. War ein bisschen schüchtern am Anfang, ist ja klar, wenn er das erste Mal dabei ist, zweite Mal dabei ist bei der Mannschaft. Aber er hat sich da reingekämpft, weil Jesse Sierk ihm auch sehr gut geholfen hat. Levan Kenia vor ihm auch sehr gut geholfen hat. Der hat hat seinen Job erfüllt, absolut. Sind die Jungs auch eine Option für die nächste Saison? Ja, das habe ich auch schon gesagt. Das muss auch der Weg sein. Wir können nicht nur von extern alles holen. Wir müssen auch unseren eigenen Jungs eine Chance geben. Das haben wir jetzt teilweise zwangsläufig, teilweise aber auch, weil es empfohlen wurde vom U19-Trainer, gemacht. Und deswegen sage ich ganz einfach, ja, die Jungs müssen wir dazu holen, müssen dabei bleiben, weil die kommen vom KFC und ich glaube, so ein Stück weit Identifikation tut uns sehr, sehr gut. Können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen, ja. Ich habe ja immer Spaß an Do, wie der in die Zweikämpfe geht hier. Der hat schon immer Männerfußball gespielt, glaube ich. Ja, der hat keine Angst einfach. Der hat keine Angst. Der geht, macht sich noch nicht so viel Gedanken, glaube ich, wenn er ins Spiel geht, was meistens ganz gut ist. Und das hat er ja schon in Wuppertal sehr, sehr gut gemacht. Heute hat er es gut gemacht. Und auch das ist mit Sicherheit ein Junge, über den wir nachdenken müssen nächstes Jahr. Marcel Kretschmer hat hier unten einen abgekriegt. Geht's ihm wieder gut? Er hat, glaube ich, einen Ellbogen in die Rippen gekriegt beim Hochsteigen oder so. Ne? War etwas unnötig, das Ding. Ja, das Ding war unnötig, aber ihm geht's ganz gut wieder. Ist glimpflich davon gekommen. Dann haben wir eine Personalie noch. Abdul Fesenmeier hat ein Versprechen eingelöst. Ich habe ihm gesagt, zweistellig schaffst du noch. Okay. Er hat heute sein 10. Saisontor gemacht, wenn ich es richtig mitgezählt habe. Sensationell. Was habt ihr denn gewettet? Irgendwas, oder? Oh, nö. Ich habe nur gesagt, das schaffst du noch, Junge. Komm, okay, zieh dran. Das sollte eigentlich der Klassen sein. Dass du Ahnung hast, einfach. Ja, vielen Dank. Bitte. Ja, siehste, jetzt habt ihr es gehört. Aus berufenem Munde. Ich habe Ahnung. So, jetzt haben wir die Saison beendet. Jetzt ging die Arbeit richtig los, nehme ich mal an. Wie sieht's aus? Urlaub gibt es erstmal keinen. Nein, also ich gehe nicht in Urlaub. Wir werden auch mit den Jungs noch eine Woche trainieren, weil das einfach sonst zu lang wird, bis die Vorbereitung wieder beginnt. Und spätestens ab Montag beginnt dann die restliche Kaderplanung, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt ganz untätig waren, aber wir werden ab Montag dann wirklich reinhauen müssen. Ja. Wie zufrieden bist du da? Also, sag mal, als Fan kann man schon sehr zuversichtlich sein bei dem, was bisher verkündet wurde. Ja, aber als Trainer ist man nie zufrieden, was das angeht. Ich habe hab jetzt keine Wunschliste oder sowas, aber man hat natürlich irgendwo seine Vorstellungen, was vielleicht noch gemacht werden könnte oder müsste auch. Und wir sind da wirklich im regen Austausch im Moment. Okay. Ich habe was gelesen in der Rheinischen Post, da muss ich natürlich mal nachfragen, mit dem türkischen Verteidiger aus der zweiten Liga, der auf deinen Geheiß bei uns wahrscheinlich anheuern wird oder angeheuert hat, wie auch immer. Was gibt es da Näheres zuzusagen? Das ist ein 18-, 19-jähriger Deutsch-Türke, der bei uns, der uns empfohlen wurde. Wir sollten ihn uns im Training mal angucken. Das ist immer eine Sache, die man ganz gut machen kann. Der hat in der zweiten Liga in der Türkei unter Vertrag gestanden, nicht gespielt, aber unter Vertrag gestanden, ist da einfach nicht zurechtgekommen.
Da gibt es ja aus der Türkei immer die wildesten Geschichten. Und deswegen ist er wieder zurück nach Deutschland und wir haben uns im Training angeguckt und haben gesagt, also so einem müssen wir eine Chance geben. Okay. Hat man häufiger, dass die Jungs türkischer Abstammung davon träumen, da in der Liga unterzukommen und dann überhaupt nicht klarkommen? Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich das höre. Tatsächlich, da geht es ja auch nicht nur um die finanziellen Versprechen, die da vielleicht nicht eingehalten werden teilweise, aber ich glaube, das ist eine Sache, die eine Win-Win-Situation werden kann. Ist jetzt keiner, der uns direkt wahrscheinlich vom ersten Spiel dann die Sterne aus dem Himmel schießt, aber einer, den man gut aufbauen kann, einer mit Perspektive. Okay. Jetzt haben wir, Pep hat dich auch sehr gelobt heute, was dein Trainer tut. Ja, wie du mit den Menschen umgehst, auch deine taktischen Umstellungen während dem Spiel, dass du reagierst, das machst du ja häufiger auch heute. Ja. Hast die Fünferkette aufgelöst und eine Viererkette draus gemacht, Do von rechts nach links rüber geschickt, Marcel Kretschmer erlöst und auf seine Lieblingsposition, er hat auch direkt aufgedreht. Jetzt haben wir in der nächsten Saison eine etwas andere Situation. Da geht es nicht mehr darum, erstmal hinten alles dicht zu machen, sondern da müssen wir natürlich auch ein bisschen offensiver spielen. Ne? In der Oberliga rauskommen willst, musst du nach vorne spielen. Ist für dich eine Umstellung? Traust du dir das locker zu? Ja, ich traue es mir zu. Also ja, natürlich traue ich es mir zu, aber wir wissen das. Wir wissen, dass wir anders spielen müssen, werden und auch gezwungen sein werden, weil der Gegner wahrscheinlich nicht so hoch attackiert, wie es Lippstadt zum Beispiel heute gemacht hat, sondern sich erstmal eher in der eigenen Hälfte einigelt. Deswegen brauchst du andere Spielertypen auf dem Platz, die auch auf engem Raum irgendwie Situationen 1 gegen 1 lösen können, auch den letzten Pass gut spielen können. Da haben wir ja jetzt mit angefangen. Ich meine, Talarski ist jemand, der diese Pässe spielen kann. Schon Terada ist einer, der sie verwerten kann. Jetzt brauchen wir noch gute Leute auf den Außenpositionen, Tempo auf den Außenpositionen. Und das wird eine ganz andere Saison, nicht so einfach, wie vielleicht jeder denkt, aber ich bin da wirklich guter Dinge, dass wir einen Kader zusammenbekommen, der funktionieren wird. Wir freuen uns drauf, wir kennen es ja auch schon, wir haben ja schon die Oberliga hinter uns, wir haben sogar die Verbandsliga hinter uns und wissen, wie das da so ist, da werden sich alle hinten reinstellen, der große KFC Uerdingen kommt, kleines Volksfest meistens noch dabei, also so einfach ist, ne? Wird kein Selbstläufer, ganz sicher nicht, sind ja auch noch ein paar heftige Konkurrenten dabei. Ja, ich meine, Felbert oder Bocholt, einer wird hochgehen, einer wird bleiben müssen. Dann kommt Homberg dazu. Ich glaube auch nicht, dass die sagen, die wollen sich erstmal konsolidieren. Das wird nicht der Fall sein. Also klar, es gibt da Mannschaften, die auch hoch wollen, die auch um Aufstieg mitspielen werden, aber das wollen wir auch. Und am Ende, das wird eine sehr, sehr lange Saison, glaube ich, mit vielen, vielen Spielen. Aber wir wollen so uns aufstellen, dass wir am Ende sagen können, wir haben alles dafür getan, um hochzugehen. Eine Mannschaft wird auch wieder die Saison ihres Lebens spielen. Das ist immer so, wenn wir in den unteren Ligen sind, Turo Düsseldorf da plötzlich ohne Niederlage oder sowas durch die Liga geht, gewinnt immer. Ich danke dir sehr, bedanke mich für die Zusammenarbeit in dieser Saison, freue mich auf die nächste. Danke. Und wir werden dich weiter nerven mit Interviews. Kein Problem. Und auch in der Vorbereitung werden wir wieder da sein und die Leute vorstellen. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Ne? Bis bald. Ciao, ciao. Mach's gut. Ne? Ciao. Ciao.